Am 29. und 30. August findet vor dem UN-Fachausschuss die Staatenprüfung für Deutschland statt. Oft kritisiert, da viele Menschen mit Behinderung das Gefühl haben, dass Deutschland in der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention nicht weiterkommt. Wir haben deshalb nachgefragt. Also man darf dort einfach die Sache nicht schönreden. Es ist so, ich sage es immer wieder, wir werden sowas von einer Ohrfeige wiederbekommen. Und ich finde auch, diese Ohrfeige ist definitiv berechtigt. Wir haben zwar das Bundesteilhabegesetz 2016 eingeführt, das echt ein tolles Gesetz geworden ist, aber die Umsetzung ist immer noch schleppend, sehr schwerwiegend und damit tut sich vor allem die öffentliche Verwaltung sehr, sehr schwierig, das Gesetz echt umzusetzen. Natürlich hatte das BTHG aber auch Geburtsfehler gehabt, die werden wir hoffentlich aber wieder korrigieren können. Und deshalb ist es aber auch so, dass wir eine parlamentarische Debatte wieder brauchen. Wir haben das BTHG das letzte Mal 2016 auf der Tagesordnung so richtig gehabt. Deshalb finde ich es richtig, wenn wir das wieder ins Plenum tragen und dadurch die öffentliche Debatte um das BTHG anstoßen. Das wird dann wesentlich hoffentlich dazu beitragen, dass wir viele Korrekturen vollziehen können. Aber es sind viele andere Sachen, wie die Barrierefreiheit beispielsweise. Auch die öffentliche Hand, aber auch die private Hand. Wir sind da überhaupt nicht vorangekommen. Und deshalb haben wir im Koalitionsvertrag gesagt, dass wir das ändern wollen. Und das kann das Ministerium für Arbeit und Soziales ja nicht alleine machen. Wir brauchen dort das Verkehrsministerium, das Gesundheitsministerium, das Bauministerium, eben das Arbeits- und Sozialministerium und gegebenenfalls das Familienministerium und viele andere Behörden auch noch. Das ist eben ein großes Ding, damit das endlich mal funktioniert und das muss koordiniert werden. Was die Werkstätten anbelangt, da ist ja gar nichts passiert. Auch während des BTHGs ist da grundsätzlich nicht viel passiert. Und wir haben eine Einigung darüber getroffen, dass wir gerne möchten, dass in dieser Koalition noch etwas bei den Werkstätten passiert. Und ich finde, das ist auch wichtig so, weil gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben sollte für alle gelten. Und wir werden für alle Menschen, die Arbeit haben möchten und auch arbeiten wollen, bestimmte Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Und da sind die Menschen einfach divers unterwegs. Für jeden muss eine Lösung zur Verfügung gestellt werden. Aber auch ich glaube, die Art und Weise, wie die Werkstätten heutzutage betrieben werden, das sollte eine alte Geschichte sein. Und das ist sicherlich nicht die Zukunft der Teilhabe am Arbeitsleben in Deutschland. Und wie ich auch mal gesagt habe, für mich steht aber auch die Pflegeversicherung noch im Vordergrund. Weil wir Regelungen heute in der Pflegeversicherung haben, wo Menschen mit und ohne Behinderung nicht gleichberechtigt behandelt werden. Dem sollten wir endlich entgegensetzen und auch diese Gleichbehandlung schaffen, dass Menschen mit und ohne Behinderung gleich behandelt werden in der Pflege. Und da gibt es noch tausend andere Baustellen, aber wesentliche Dinge könnten wir jetzt noch ändern, sodass vielleicht beim nächsten Mal, beim nächsten Staatenbericht, die Ohrfeige hoffentlich gar nicht mehr ausfällt oder nicht ganz so wehtut. Im letzten UN-Staatenbericht gab es Kritik an den Sonderwelten in Deutschland. Wie positioniert sich die Bundesregierung heute? Sonderwelten sind immer schwierig, sei es in der Integration oder in der Inklusion. Deshalb ist es wichtig, dass wir überall da, wo wir heute noch Sonderwelten haben, in jeder Art und Weise eine Gleichbehandlung überführen. Menschen mit und ohne Behinderung sollten beispielsweise zusammenwohnen. Ich bin auch der Meinung, dass beispielsweise der Begriff der besonderen Wohnformen inzwischen tatsächlich einfach der neue Heimbegriff geworden ist. Man nennt es jetzt nicht mehr Wohnheim, es sind jetzt wirklich besondere Wohnformen geworden, weil viele landesrechtliche Voraussetzungen immer beispielsweise die Heimregelung anwenden lassen, sodass Einrichtungen oder Dienste, die Menschen mit Behinderung betreuen, gar nicht in unterschiedliche Strukturen, in gewöhnlichen Strukturen ihre Angebote anbieten können. Ja? Und das sind beispielsweise solche Dinge, die wir anpacken müssen, wenn wir jetzt über das BTHG reden. Es war nie die Rede davon, dass wir besondere Wohnformen als den neuen Begriff der Wohnheime verstehen wollen. Aber so ist es jetzt geworden, leider. Und dementsprechend bin ich der Meinung, muss man wieder entgegenwirken und sagen, auch hier in dem Bereich muss man echt viel noch tun. Wie eben die Sonderwelten, was die Teilhabe am Arbeitsleben mit den Werkstätten anbelangt. Auch das muss man anpacken und für jeden Einzelnen individuelle Lösungen finden. Und das muss unterschiedlich ausgeprägt sein. Wichtig ist, nicht voreingenommen in die Debatte reingehen, sondern versuchen, alle Personenkreise zu berücksichtigen und dann glaube ich schon, dass es erfolgreich wird. Das allgemeine Gleichstellungsgesetz soll reformiert werden. In den Reformen ist aber nicht zu erkennen, dass Menschen mit altersbedingten Einschränkungen zukünftig das Recht für Nachteilsausgleich erhalten, die ihnen aktuell verwehrt sind. Wir haben als SPD-Fraktion ja ein AGG-Reformpaket ja schon mal zumindest in Form eines Positionspapiers verabschiedet. Und darin haben wir bestimmte Voraussetzungen schon
definiert und auch gesagt, wo wir Änderungen benötigen. Und das ist mit aufgegriffen worden, weil wir im Übrigen auch noch, ich weiß nicht, ob das vielen noch aufgefallen ist, aber die letzte Reformstufe des BTHGs, den leistungsberechtigten Personenkreis, nicht neu definiert haben. Der geht aber mit dem Behinderungsbegriff einher letztendlich. Ich glaube dadurch, dass wir dort eine neue Begrifflichkeit sowieso brauchen, weil das die Grundlage sein wird für die Definition des leistungsberechtigten Personenkreises, wird man das mit anpacken müssen. Das ist eigentlich ganz klar. Und ich bin im Übrigen der felsenfesten Überzeugung, dass mit dem inklusiven SGB VIII, was auch noch kommen wird, das ist ja noch kaum ein Thema, nämlich dass Kinder mit und ohne Behinderung erstmal beide Kinder sind, ja, und dementsprechend gleich behandelt werden sollten, aber auf der anderen Seite auch die Werkstattreform nochmal dazu führen wird, dass wir wahrscheinlich das BTHG aufmachen werden, um bestimmte Regelungen zu korrigieren. Und weil es dann auch natürlich andere Regelungen, beispielsweise die versorgungsmedizinische Verordnung, auch noch ansteht, glaube ich, dass es eine gute Gelegenheit ist, beispielsweise über dieses Thema nochmal zu reden. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales nahm dazu schriftlich Stellung und betonte: Die Definition der Behinderung wurde zuletzt an die Definition der UN-Behindertenrechtskonvention in Klammern BRK angepasst. Eine Diskriminierung des Lebens älterer Menschen in Klammern Altersdiskriminierung ist aus gesetzgeberischer Sicht hier nicht gegeben. Der Begriff der Behinderung lehnt in Anlehnung an das Partizipationsmodell der Weltgesundheitsorganisation die internationale Klassifikation zugrunde. Hiernach wird nicht mehr die Orientierung an den Definitionen im Vordergrund gesehen, sondern Behinderung ist die negative Wechselwirkung zwischen einer Person mit einem Gesundheitsproblem und den Kontextfaktoren auf ihrer Funktionsfähigkeit, worunter vor allem die Teilhabe an Lebensbereichen verstanden wird. Der Begriff ist damit ein sozialrechtlicher und kein rein medizinischer Begriff. Die Aussage des Ministeriums verwundert, denn in § 2 SGB IX ist folgender Wortlaut formuliert: Wenn der Körper- und Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht, liegt da nicht doch eine Benachteiligung älterer Menschen vor, wenn diese keinen Schwerbehindertenausweis erhalten und ihre Begleitpersonen im Personennahverkehr nicht kostenlos mitnehmen können?